So, dann schauen wir mal weiter. Da haben wir auch nochmal ein Schaufenster, wo wir uns anschauen können. Schweizer und deutsche Uhren. Ich würde ja eine kaufen, aber ich vertrage einfach nichts am Handgelenk. Naja, das kenne Ich ich habe das. übrigens dasselbe Problem mit Eheringen. Mit Ehering nicht, aber mit Handgelenk und Uhren habe ich es genauso. Was haben wir hier? Das müsste das berühmte Münchner Glockenspiel sein. Man könnte meinen, sie beobachtet mich. Nur was zum Anschauen. Okay. Das ist das Rathaus. Rathaus. Aha. In Rittersberg haben wir auch eins. Noch ein Schaufenster. Was wird wohl hier verkauft? Ein Haufen Nietzsche und Kant. Ich verstehe das Zeug ja nicht mal, wenn ich es auf Englisch lese. Aber ich bin stolz auf meine amerikanische Allgemeinbildung. Naja. Und hier geht's wieder weiter. Die haben was zu tun. Ich würde es ja sofort versuchen, aber ich spreche die Sprache nicht. Außerdem spricht kein Deutscher Englisch, glaube ich. Ach, das stimmt jetzt auch wieder nicht. Nicht alle zumindest. Ich selbst bin nicht so sonderlich gut, aber naja, was soll's. Aber dass das Lied nicht fehlen darf in einem Gabriel Knight-Spiel, ist irgendwie klar, oder? Die Dienerstraße. So, was haben wir denn hier alles? Ich würde es ja sofort versuchen, aber ich spreche die Sprache nicht. Außerdem spricht kein Deutscher Englisch, glaube ich. Da haben wir was. Und zwar die Das Post. ist ein Postamt. Was soll ich denn wegschicken? Wir haben noch einen Brief geschrieben an Grace. Von Gabriel an Grace. Das schicken wir doch gleich mal weg. Ich sollte besser den Brief an Gracie abschicken. Erledigt. Und da geht's auch noch mal weiter. Da haben wir was. Und das war's, wie es aussieht. Ah, was ist Sogar die das? Mülleimer sind hier sauber. Ah, okay. Häuser, Häuser, Häuser. Gut, das war's dann wohl hier. Gut, dann zum nächsten Ort. Marienplatz haben wir immer noch was zu tun, aber jetzt geht's erstmal in den Zoo rein.
Oh, Wölfer. Sind sie nicht schön? Aber der Platz, okay, er sieht relativ groß aus, aber wird wahrscheinlich trotzdem noch zu klein sein für Wölfe. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Wölfe lieb? Okami, was mein Name ist, ist ja japanisch für Wolf. Canis lupus lupus, europäischer Wolf. Die Sprache der Wölfe. Der Hammer so. Ja, das Gehege ist viel zu klein für die Wölfe. Aber gut. Hier, Wolf. Komm her, Wolf. Komm her. Komm her. Ach so ist das. Hätte ich auch nicht gemacht an der Stelle von Wolf. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet, aber das ist nicht der Ausgang. Ausgang ist eines der wenigen Wörter, die ich kenne. Das ist die Verwaltung. Das müsste der Eingang zum Wolfsgehege sein. Ja, aber da kommen wir wohl nicht rein. Ah, sehr schön. Dass der wiederkommt, dann können wir den doch gleich mal ausquetschen. Entschuldigung, sind Sie ein Tierpfleger? Ja. Gut. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, Pfeile. Gut. Dann stellen wir Ihnen ein paar Fragen. Über Thomas. Ich schätze mal, das ist er. Arbeiten Sie schon lange hier? Thomas. Seit fast einem Jahr. Ein Jahr? Wow. Sie waren ungeheuer ruhig in dem Zwinger. Wilde Tiere bringen Sie nicht aus der Ruhe, was? Die Wölfe sind recht träg am Tag. Oh. Ja, fragen wir nochmal über Thomas. Ich sehe, Sie haben ein Walkie-Talkie. Der Zoo ist groß. Wer gibt Ihnen normalerweise Anweisungen über das Ding? Die Kich, die Veterinärstation. Wenn es sehr wichtig ist, dann ruft mir der Dr. Klingmann sehr oft auch höchstpersönlich. Dr. Klingmann? Fragen wir doch mal über den Dr. Klingmann. Wer ist dieser Dr. Klingmann, von dem Sie sprachen? Der Dr. Klingmann ist der Leiter der Säugetierabteilung. Also muss ich mit ihm reden, um die Wölfe aus der Nähe zu sehen. Probieren Sie es, aber er wird es nicht erlauben. Vielleicht. Wo kann ich ihn finden? Drüben, im Verwaltungstrakt. Danke. Diese Wölfe sind faszinierend, was? Ich wollte mal einen rüberrufen, aber der wollte nicht folgen. Ja, manche tun das den ganzen Tag. Könnten Sie mir vielleicht mal den Zwinger zeigen? Ich würde gerne einen der Wölfe hautnah erleben, so eine Art Recherche. Das geht nicht. Niemand darf in unsere Zwinger ohne Erlaubnis. Jetzt fragen wir mal über die fehlenden Wölfe. Waren Sie hier, als die Wölfe ausgebrochen sind? Nein, ich arbeite nachts nie. Aber am nächsten Tag waren Sie doch da, oder? Ich wette, alle waren aufgeregt wegen der Polizei und so. Oh ja, das war vielleicht ein verregter Tag. Können Sie mir davon erzählen? Was denn? Wie konnten die Wölfe entkommen? Glauben Sie, dass Wölfe Menschen töten könnten? Und wie sahen die Wölfe aus? Wir arbeiten uns mal runter, denke ich, erstmal mit den Entkommen. Wie konnten die Wölfe eigentlich ausbrechen?
Mei, der Dr. Klingmann sagt, dass das Tor nach der Nachtfütterung offen war. Was glauben Sie? Das Tor ist schwer, schließt automatisch. Vielleicht ist es blockiert worden von einem Stor. Ich weiß nicht. Ich bin bloß froh, dass ich nicht gewesen bin. Der Wärter, der nachts hier gearbeitet hat, der ist... Oh, rausgeschmissen worden. Gefeuert. Rausgeschmissen haben sie. Kann ich verstehen, aber nicht sehr. Wahrscheinlich unschuldig, weil ich denke nicht, dass der das Tor offen gelassen haben wird. Wie sahen diese zwei Wölfe eigentlich aus? Hilda war schön. Sie hat viel Weiß auf der Brust. Der Parzival war größer, stämmiger, mit kräftiger Brust. Und er war 5 oder 6 Jahre älter. Viel dunkler als Hilda. Dunkel? Wie dunkel? Dunkelgrau. Alle zwei waren grau. Die meisten Wölfe sind grau da. Hilda ist ein bisschen heller. Aber im Alter werden sie alle dunkler. Ist das so? Das passt ja wirklich nicht mit den Haaren, die wir gefunden haben, aber ich... Oder beziehungsweise wir haben ja nicht angenommen, dass es wirklich das, die Wölfe hier zu, da was zu tun haben damit. So, was denken Sie denn über die Morde? Ziemlich grausig, ja? Würden Sie sowas den zwei Wölfen zutrauen? Na, das glaube ich nicht. Hilda und Parzival haben Mengen, wie alle Wölfe. Hilda war verspult. Sie war noch so jung. Ach was. Hey, danke für Ihre Hilfe. Passt schon. So, dann gehen wir doch mal in die Verwaltung. Jetzt können wir auch rüberlaufen. Mal sehen, ob der Doktor da ist. Und das wird er wohl sein. Kommen Sie rein. Kann ich Ihnen helfen? Ich fürchte, mein Deutsch ist nicht sehr gut. Ich bin Gabriel Knight, ich bin Schriftsteller aus Amerika. Was kann ich für Sie tun, Mr. Knight? Ich recherchiere für ein neues Buch und ich höre, Sie sind Experte auf dem Gebiet. Hätten Sie einen Moment? Bitte, setzen Sie sich. Danke. So, jetzt können wir mit ihm reden, aber das machen wir erstmal nicht. Ich glaube nämlich, den hier müssen wir nämlich mit aufnehmen. Nein? Ich dachte, das müsste man bei dem hier direkt so machen, dass man aufnehmen müsste. Okay, in dem Fall reden wir einfach mal mit ihm. Könnte ich Sie etwas fragen? Ja. Danke. Sie haben doch nichts gegen die Aufnahme. Ja, aber nein. Okay, er macht's automatisch. Dann habe ich das schlecht in Erinnerung noch gehabt. So, dann quetschen wir ihn aus. Erstmal über ihn selber. Wie immer. Sie sind also der Leiter der Säugetierabteilung des Zoos? Ja. Was für eine Ausbildung brauchen Sie dafür, Doc? Ich verstehe, dass Amerikaner Titel nicht mögen, aber ich werde hier als Dr. Klingmann angesprochen. Herr Doktor reicht. Entschuldigung. Ich habe in Heidelberg promoviert. Mein Gebiet ist Verhaltensforschung. Faszinierend. Ich sehe, Sie sind besonders an Wölfen interessiert. Ja, ich bin bekannt für meine Wolfsforschung. Es war sicher ein Schock für Sie, dass zwei Ihrer Wölfe ausgebrochen sind. Ja, es war sehr beunruhigend. Was haben wir denn über die Forschung, oder was hat er denn über die Forschung zu berichten? Was für Wolfsforschung betreiben Sie denn, Herr Doktor? Ich studiere das Sozialverhalten der Wölfe, hier und in der Wildnis. Wie ist sie denn? Nun, sie hat eine Reinheit, die menschliche Gesellschaft fehlt. Das heißt? Leben, Fortpflanzung, Tod.
In der Natur hat es Bedeutung. Auch wenn es nicht sehr schön ist. Wir Menschen haben diesen Trieb vergessen. Haben wir das? Ja. Sagt denn ein männlicher Löwe zum Weibchen, tut mir leid, aber ich möchte keine Verpflichtung eingehen? Läuft denn ein weiblicher Wolf davon und überlässt den Nachwuchs dem Rüden, weil sie sich mit einem anderen Wolf zusammentut? Brauchen Hyänen Psychiater, weil sie Komplexe wegen ihrer diebischen Veranlagung haben? Das klingt plausibel. Ich habe natürlich übertrieben. Nein, nein. Teilen Ihre Forschungskollegen Ihre Ansichten? Nicht oft, nein. Aber glücklicherweise habe ich andere gefunden, die es tun. Ja, okay. Was kann er dann uns über Wölfe sagen? Ich habe mit einem Ihrer Angestellten gesprochen, Greg war der Name? Nein, es gibt hier keinen Greg. Meinen Sie Thomas? Thomas, richtig. Egal, er war der, der sagte, ich soll mit Ihnen reden. Ich will nämlich wissen, ob es möglich wäre, dass ich einen der Wölfe betrachten kann. Für die Recherche? Tut mir leid, es ist ausgeschlossen. Wir zeigen unsere Wölfe niemandem. Wir müssen die Privatsphäre dieser Kreaturen schützen. Wirklich? Nun, schade. Na, das war's wohl. Was kann er uns über die fehlenden Wölfe sagen? Hätten Sie was dagegen, wenn wir kurz über die verschwundenen Wölfe reden würden? Ist das wichtig für Ihr Buch? Oh ja. Sehen Sie, Wölfe sind die Hauptfiguren in meinem Roman und das ist doch ziemlich ungewöhnlich, finden Sie nicht? Ja, in der Tat. Nun ja, eigentlich weiß ich recht wenig davon, aber ich erzähle Ihnen, was ich weiß. Sehr nett von Ihnen. Seit wann sind die Wölfe verschwunden? Seit etwa 2 Monaten. Mann, das ist schon ziemlich lang. Merkwürdig, die Polizei tappt immer noch im Dunkeln. Naja, wie immer. Glauben Sie mir, die deutsche Öffentlichkeit ist ganz Ihrer Meinung. Was ich nicht verstehe, ist, warum Wölfe, wenn es Wölfe waren, warum Wölfe Menschen angreifen würden. Wölfe sind Raubtiere. Die meisten Fleischfresser sind potenzielle Menschenfresser, wenn der Hunger sie treibt und die Gelegenheit. Wurden die Zoowölfe nicht von Menschen aufgezogen? Ja. Und daher haben sie keine Angst vor uns. Genau. Die Scheu vor dem Menschen fehlt, den Wölfen. Glauben Sie, dass die Zoowölfe für die Morde verantwortlich sind? Das muss erst bewiesen werden. Ich habe mich gefragt, was denn sonst gewesen sein könnte. Wilde Wölfe etwa? Leider gibt es in Deutschland nur sehr wenige Wölfe in freier Wildbahn. Die meisten wurden vor langer Zeit erlegt. Die meisten? Ein paar gibt es noch in den Alpen. Aber in der Nähe einer Stadt wie München? Sehr unwahrscheinlich. Andere Vorschläge? Ich bin leider ebenso ratlos wie alle anderen, Mr. Knight. So, dann hat man noch ein letztes Gespräch, wie sich ein Wolf sein Opfer sucht. Wie wählt denn ein Wolf sein Opfer aus? Haben Sie je von der Sprache des Todes gehört? Nein. Sie wissen sicher, dass Wölfe oft junge, alte oder kranke Tiere als Beute auswählen. Bis vor kurzem wurde das für eine Art natürliche Auslese gehalten, das Überleben der Stärkeren. Aber einige von uns vermuten heute, dass es viel komplizierter ist. Wir haben beispielsweise beobachtet, wie Wölfe ein krankes Tier umkreisten. Das Tier war völlig wehrlos, aber es stand aufrecht und es blickte seine Jäger an. Die Wölfe verzogen sich. Oder ein gesunder Bulle, der sofort wegrannte, als er Wölfe bemerkte. Er machte sich zu einem leichten Ziel, völlig grundlos. Manche Forscher glauben jetzt, dass eine Art Ursprache existiert. Ich bin der Tod, sagt der Wolf. Bist du bereit, mit mir zu kommen? Und das Opfer, durch seine Handlungen, sagt, ja,
Ich bin bereit. Oder nein, du wirst mich noch nicht mitnehmen. Was ist, wenn das Opfer die Sprache des Todes nicht versteht? Das ist ein großes Problem, vor allem für den Wolf. Wenn Wölfe auf zahme Tiere stoßen, denen das Spiel unbekannt ist, sind sie verwirrt. Sie fangen ein Gemetzel an und wissen nicht, wann sie aufhören müssen. Und deshalb haben die Bauern die Wölfe fast überall ausgerottet, auf der ganzen Welt. Nun, das gibt mir doch einiges zu denken.